Ich bin der Zanto, das hier ist unser Protagonist Detlef zusammen mit euch. Ganz vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid und wieder reinschaut. Danke dafür. Wollen wir jetzt die hiesige Unterwasserwelt dieser Insel erforschen. Aber Achtung, davor haben wir noch ein ganz kleines bisschen was vorbereitet, weil die Ausrüstung reicht derzeit nicht aus. Deshalb haben wir jetzt uns Folgendes gesagt. Wir brauchen noch mindestens 2 Flossen und noch mindestens 2 Sauerstoffflaschen. 2 Paar Flossen, muss man dazu sagen. Also haben wir uns Folgendes gedacht. Als erstes bauen wir uns mal 2 leere Flaschen. Die sind ganz, ganz wichtig für den Bau der Sauerstoffflaschen. Dann würde ich sagen, wir bauen uns 2 Sauerstoffflaschen und wir bauen uns natürlich noch 2 Paar Flossen. Soweit die Vorbereitung. Haben wir jetzt, denke ich mal, abgeschlossen. Die Seile können dann auch wieder weg. Das nehmen wir alles mit. Was hier bleibt, ist ganz klar die Kapitänsmütze, weil, nee, die nehmen wir nicht mit. Das wäre schade drum. Sollte wirklich was mit uns passieren, dann wäre es nicht schön, wenn wir die dann verlieren würden. Hier sind noch die Steinpfeile und hier unten sind die Metallpfeile. Es kann ja sein, dass noch ein paar solche Bombenfische dort unten rum schwimmen. Deshalb nehmen wir das auch noch mit. Und jetzt machen wir natürlich das. Wir brauchen von allem natürlich 2 was. Wir brauchen 8 Planken. 8 Stück. Dann 2 Bolzen. Dann bräuchten wir natürlich 4 Seile. Und wir bräuchten 12 mal Schrott. So, dann können wir uns 2 Hegen basteln. Ne, das geht alles wieder weg. Die Hegen lassen wir auch natürlich gleich hier so im Inventar drin. Danach kommt gleich der Bogen. Sollte dann so ein Fisch auftauchen, machen wir den gleich. Und dann würde ich sagen, zusammen gehen wir los. Wir bunkern uns jetzt hier ganz klar noch ein paar Wassermelonen oder sowas rein. Die sind ja fast reif, aber allerdings leider nur fast. Hier, schaut mal, ich habe den Grill noch ein bisschen umgebaut. Der stand die letzte Zeit hier. Ich habe das kleine Lager mit abgerissen und so weiter und so fort. Und dann habe ich gedacht, sollte man da noch eine große Kiste bauen, würde die hoffentlich hier oben drüber passen. Ich weiß es nicht genau. Ich habe es mal gezielt. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, schauen wir mal. Ich weiß es echt nicht. Aber sonst, der Raum ist zu, geht nach vorne komplett weg. Ihr seht's. Und ja, soweit so gut, ne? Okay. Die Kartoffeln, die gönnen wir uns mal noch. So. Und jetzt schauen wir mal, was wir noch da haben. Schaut mal, es ist so, so viele Wassermelonen da. Genauso wie die Mangos ist auch reichlich da. Das heißt, aber von den Wassermelonen, wir können halt 2 mal essen, ne? Und das macht es halt aus. So, dann würde ich Folgendes vorschlagen. Wo wir hier mit dem Raft abgesetzt haben, beziehungsweise angelandet haben, gibt es schon ein bisschen was. Aber der Hai ist in der Nähe, der Hai ist in der Nähe. Das ist nicht so schön. Na, hier oben gibt es nur, ich habe gesehen, hier oben gibt es so eine seltene Alge. Die würde ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gerne noch holen. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, dass uns der Hai nicht hier folgt. Und da könnte man eigentlich schon anfangen, hier ein bisschen was abzugrasen. So viel Ausrüstung bräuchte man hier noch nicht. Hier unten dann wahrscheinlich schon. Ja, hier unten, schaut mal, hier unten geht es schon los mit Kisten und so weiter und so fort. Ich denke mal, vielleicht muss man zwischendurch einmal zurück bei dem ganzen Zeug, was es dann hier wieder so gibt. Es gibt natürlich auch wieder Sand, es gibt natürlich auch Ton. Ne? Und ihr wisst ja, den Sand und den Ton können wir jetzt auch für andere Sachen benutzen. Nicht nur für unsere Schmelzen. Ja, Detlef, sorry. Jo. Tut mir leid. Oh, 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 da hinten kommt er schon. Ach, jetzt haben wir sie mitgenommen, ne, die Kapitänsmütze. Ah, egal. So, okay, der ist auf jeden Fall wieder auf dem Rückweg, das ist gut. Der hat uns zumindest mal entdeckt gehabt. Das habe ich schon gesehen. Okay. Dann aber Beeilung. Hier das erste Erz abgegraben und da hinten war irgendwo ein zweites. Genau, korrekt. Sehr schön, dann nehmen wir hier den Stein mit. Hier nehmen wir auf jeden Fall den Sand auch mit und hier den Ton. Seetang hätten wir schon jede Menge. Macht nichts. Ihr wisst's. Alles mitnehmen. Alles komplett mitnehmen. Hier, das war's. Können wir noch? Können wir noch? Können wir noch? Können wir noch? Kiste natürlich. Oh, Glas und Bot. Wow. Okay, die hat sich richtig gelohnt, die Kiste. Sind wir ehrlich, die hat sich ja gelohnt. Mega. Aber noch eine gibt es hier nicht, ne? Ja, ist egal, ob wir die Ausrüstung jetzt wirklich komplett verballern oder nicht. Genau dafür haben wir die Ausrüstung gebaut, ne?
Nein, ich glaube das nicht. Der Ich glaube das nicht. Habt ihr das gesehen? Der Hai hat uns... Selbst hier hat uns der Hai noch entdeckt. Das gibt's nicht. Er ist wieder hinter uns. Leute, der Hai ist wieder hinter uns. Das war's, oder? Boah, ich glaube das gar nicht. Das gibt's sogar. Wie weit geht der raus, hä? Gut, egal. Wir machen weiter. Lassen uns da davon nicht beirren. Wir sind ja nicht mehr lange hier. Die paar Steine und den Schrott, ja gut. Dann lassen wir halt die Steine hier liegen. Da kommen wir dann schneller weg. Nehmen wir nur Schrott mit Sand und Ton. Oder in dem Falle nur Ton. Hier gibt es dafür wieder Sand. Ja, den Stein, komm, den nehmen wir jetzt mal mit. So, auf der Seite hätten wir. Unglaublich, dass der Hai bis hierher kam. Habt ihr das gesehen? Unglaublich. Hätte ich so gar nicht gedacht. Hier hinten liegt auch noch, ja gut, ein Schrott. Komm. So, hier geht's weiter. Das ist so geil. Einfach hier unten abschwimmen. Einfach ein bisschen was abgraben. Dann mal gucken, ob es noch irgendwo Erze gibt, die noch irgendwo dran hängen. Selbstverständlich. So, und weiter geht's. Jetzt gucken wir hier mal noch Seetang. Seetang noch dran, jawohl. Hier ist auch noch welcher dran. Hier unten. Das ist immer dreimal hingucken, ne? Wirklich immer dreimal hingucken. So, Erze gibt es hier gerade nicht mehr. Hier auch nicht. Da war die Kiste. Ich würde sagen, wir holen uns hier unten noch die Muschel. Holen uns hier unten ganz klar noch die große Muschel hätte ich mir noch geholt und die Erze. Und dann gehen wir hier auch gleich weiter. Gut. Sand noch. So, und dann sollten wir dann wirklich mal sehen, dass wir bei uns auf jeden Fall die zwei Schmelzen noch zusätzlich dazu bauen. Das wären dann 8. Ich denke mal schon, dass das dann wirklich ausreichen würde. Hier gibt es nur noch Steine. Seetang wird mal auch alles mitgenommen. So, hier geht's weiter. Hier auch. Schaut mal. Jo, hab's gesehen, Detlef. Hab's gesehen. Deshalb bin ich ganz dicht unter der Wasseroberfläche entlang geschwommen. Kein Thema. Alles gut. Ja, der Detlef kann jetzt doch sehr, sehr, sehr lange unter Wasser bleiben. Das Problem ist halt dran, wenn man sich da mal dran gewöhnt hat, an diese extrem langen Zeiten, wie hier unser Detlef jetzt unter Wasser bleiben kann, dann ist das krass. Also, die Sauerstoffflasche ist gleich verbraucht. Verbraucht sich immer gefühlt, was heißt gefühlt? Verbraucht sich immer ein bisschen schneller wie die Flossen. Na klar, weil wir schwimmen ja nicht immer. Aber atmen. Atmen tun wir immer. So, Seetang ist hier soweit alles weg. Genau, die Erze hängen hier auch keine mehr dran aktuell. Nö. Ich sag mal, das war's auf der Seite mit dem Riff. Jetzt müssen wir ein ganzes Stück nach vorn schwimmen, nehme ich an. Deshalb machen wir es hier so. Das werden die... Ja, das werden mit die letzten paar Prozent Haltbarkeit sein. Ist nicht schlimm. Wenn die gleich rum ist, dann können wir wenigstens in Ruhe hier zum nächsten Riff schwimmen. Ja, gleich hat es erlebt, ne? Verbraucht es sich auch, wenn wir über der Wasserlinie schwimmen? Ah, normalerweise sollten da nur die Flossen weggehen, oder? Ja, also die Flossen auf jeden Fall, die verbrauchen sich, das merkt man. Und Leute, hier geht's auch wirklich gleich weiter. Unglaublich. So, nächstes kleines Problem. Essen, Trinken nur noch bei der Hälfte. Das werden wir gleich mal checken und das werden wir gleich mal ausbessern. Da werden wir gleich mal zwei, drei ganze Melonen zu uns nehmen. Unter Wasser, ne? Ist auch geil. Na, hier geht's dann auch gleich weiter. Oh ja.
Ja, die Wasserstoff, genau, die Wasserstoffflasche ist aufgebraucht. Die Sauerstoffflasche ganz klar definitiv aufgebraucht. Wir nutzen die nächste und wieder runter. Gibt es hier irgendwas von Seetang? Nein. Aber Erze. Erze, ganz klar. So, ich sag mal, wir sollten erstmal hier vorne nach rechts schwimmen, weil da sind wir ja hergekommen und wir haben hier garantiert noch nicht alles abgegrast, alles gesehen. Und das ist wieder das Schöne. Das ist wieder wirklich das Schöne am Abend. Man sieht alles. Oder bedarf doch keiner Worte. Einfach hinschauen. Einfach hinschauen, abluten, fertig. Schon geil. Ich find's geil. So. Hier nehmen wir auch noch ein bisschen Tang mit. Die Erze gerne. So, jetzt müssen wir uns mal ganz schnell um unser Essen und Trinken kümmern. Ach, das hätten wir aufgetaucht machen können. Hätten wir wenigstens nichts verbraucht. Schaut mal. Und der erste Haken ist auch gleich weg. So, Tang hätten wir wieder. Das sind nur Steine. Alles gut. Ah, eine Aufladung noch. Noch eine Aufladung. Noch eine Aufladung. Der will nicht gehen. Hier ist so ein Fisch. Schaut mal. Schöner Treffer. Schöner Treffer. Okay. Sah sehr lustig aus. Direkt vor unseren Augen so weg. Sag bloß, da hinten ist noch eine Truhe. Habe ich das wirklich gerade richtig gesehen? Da ist noch eine Kiste. Sollten wir das jetzt wirklich als Anlass nehmen? Wirklich? Ah, okay, noch eine Kiste. Geil. Rezept Deluxe Welts. Und wir haben sogar noch zwei Inventarplätze frei. Und deshalb sage ich, Haken alle. Deshalb sage ich, das ist mega. Das ist mega. Mit einem Rucksack. Mit den Flossen. Mit den. Wirklich mit den Sachen, die hier. Mit den Flossen, mit der Sauerstoffflasche und so weiter. Also, wenn man das hier einfach hier unten rumschwimmt und das abfarmt, ist es einfach nur geil. Man muss eine sehr, sehr lange Zeit nicht mehr ans Raft. Man kann einfach nur. Einfach nur looten. Einfach nur abgraben, vielleicht in der Nähe vom Raft, klar, mal auf den Hai aufpassen und so weiter. Das sehe ich alles ein, aber hier nichts gibt's Schöneres. Gibt nichts Schöneres. Wir haben sogar einen Metallbahn drin gehabt. So, wie sieht's aus? Ja, reichlich. So, sobald wir dann den vorletzten Inventarplatz angefangen haben, müssten wir dann mal schauen. Hier gibt es noch, hier gibt es auch noch Erze. Wie viele Kisten waren das jetzt insgesamt? Das waren mindestens auf der Insel waren es 4, oder? Schon geil. So, den Tank auf der Seite graben wir auf jeden Fall gleich mal ab. Dann werden wir schauen, hier gibt es jede Menge Steine. Hier Sand und Ton. Hier, das ist wahrscheinlich auch wieder ein. Ja, okay, das ist auch ein. Ja, es war auch wieder nur ein Stein. Oh, sorry. So. Mir ist gerade hier irgendwas runtergefallen. Ich kann es gerade mal nicht entdecken, was es ist. Moment, ich muss mal kurz auftauchen und muss nur mal gucken, was das war. Das hat irgendwie meinen Fuß mit erwischt. Moment, ich tauche mal kurz auf. Ich bin gleich wieder da. Ja. Ja, das hat definitiv meinen Fuß erwischt. Okay. So, sorry nochmal. Wir könnten jetzt hier hochschwimmen. Wir können jetzt hier unten die Kiste, die hat man abgegraben. Den Tang hat man alles auch, soweit es geht, gemacht. Hier oben hat man auch alles mitgenommen. Und hier kommen wir von da hinten. Das ist die Abzweigung gewesen, genau, wo man gesagt hat, wir müssen jetzt einfach mal geradeaus. Da sind wir hier rechts. Genau, da sind wir hergekommen. Alles gut. Das heißt, hier ganz normal weiter.
Und das nehmen wir auf jeden Fall noch mit, oder? Was meint ihr? Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das muss. So. Übrigens, hier unten geht es auch noch weiter. Habt ihr es gesehen? Und wir sind, wie es aussieht, schon an der Rückseite der Insel angelangt. Ganz unten, ey. Hier gibt es ganz unten gibt's hier noch Schrottelemente. Unglaublich. Und sogar Erz. In dieser kleinen, aber beschaulichen Höhle. Okay, auftauchen kann man nicht. Zeit für 2-3 Wassermelonen. So, hätten wir denn... Ja, den vorletzten Platz haben wir mit Schrott angefangen. Okay. Das hat mich nur interessiert. So, irgendwas ist jetzt weggegangen. Das habe ich gehört. Und zwar die Schwimmflossen. Gut. Gut, die ganzen Steine. Ja. Ein bisschen was können wir mitnehmen. Ich sag euch, wir brauchen auf jeden Fall wieder eine neue Kiste. Das ist mal Fakt. Ja, das geht gar nicht anders bei dem ganzen Loot. Das ist ja ein riesen Inventar. Das gerammelte voll. Einfach nur geil. So, hier hinten sieht es, wie es aussieht, ist nichts mehr. Da ist der Tank. Wir sollten jetzt hier runterschwimmen. Wisst ihr, was das Problem ist? Wir sehen hier nicht wirklich was. Das ist das Problem. War aber kein Fisch, ne? Dieser Bombenfisch oder so. Weil wenn der explodiert, hätten wir noch ein richtiges Problem. Ach, das war das hier mit der Kiste. Okay, wir sind hier. Okay, alles klar. Das heißt, hier geht es jetzt weiter. Hier gibt es noch Tang. Genau, hier geht es weiter. Gut. Steine, Tang. Hier gibt es Schrott. Jede Menge. Und hier tauchen wir auf. Kein Thema, kein Thema. Wahnsinn, ne, oder? Aber was sagt ihr, was es hier, gibt? Was man hier alles... Was man sich hier alles holen kann, unglaublich. An diese großen Inseln, ich meine, man kann auch wirklich, wenn man sich es nicht zutraut, an Land an die großen Inseln zu gehen, kann man auch, wie gesagt, davor anfahren. Man muss ja nicht unbedingt in der Gegend anfahren, wo der Vogel rumfliegt. Man kann ja zum Beispiel auf der Rückseite irgendwo anfahren oder dementsprechend außer Reichweite von dem Vogel und kann dann hier, wenn ihr es schon habt, ganz normale Ausrüstung nehmen und die halt so weit wie es geht. Hier ist wieder so ein Fisch. Mit ganz normaler Ausrüstung hier auch runtergehen. Ihr müsst ja nicht wirklich aufs tiefste Tiefe gehen. Das ist jedem selber überlassen. Schön. Und jetzt sind wir definitiv an der Rückseite. Wir sind wirklich an der Rückseite. Das Problem ist halt dran, wenn hier jetzt noch eine Kiste kommt. Ich glaube, den Loot, den können wir nur mal mitnehmen. Erze gibt es hier keine mehr. Auf der Seite. Ich bin da nicht gerade böse drum, dass es hier keine Erze mehr gibt. Weil irgendwann ist auch der schöne Rucksackplatz mal voll. Wir könnten hier zum Beispiel gerade noch einen Seetang aufnehmen. Und dann hätten wir hier auch schon ein Problem. Oh, schaut mal, die See, die wird wieder rauer. Schrott können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Und zwar schön viel. Wie sieht es denn aus mit Sand und Ton? Ton jede Menge noch, Sand auch noch. Gut. Ja, die Riesenmuschel können wir auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Gibt es noch einen schönen Platz dazu. Hier waren wir schon. Sauerstoffflasche. Ja. Die zweite ist schon langsam am Eingehen. Ist aber auch nicht schlimm, wir waren auch hier eine lange, lange Loot-Tour unterwegs. Eine wirklich lange Tour. Jupp, auftauchen, Detlef. Erz und, also Kupfer und Metall können wir auch noch jede Menge mitnehmen. Das würde auch noch passen. Gut.
Hier war es das auf jeden Fall, ne? Jetzt würde ich sagen, nehmen wir hier noch ein bisschen Schrott mit. Wie sieht es aus mit Steinen? Steine wären, könnten wir auch noch mitnehmen. Dann würden wir wenigstens immer so 20er Stacks voll machen. Schrott, okay, noch 7. Rieselmuschel, keine Gedanken machen, alles schick. Ja, alles gut, Detlef, alles gut. Wir sind hier unmittelbar unter der Wasserlinie. Es ist kein Problem, das geht ganz, ganz schnell. Geht ganz, ganz schnell, mein Guter, sind wir aufgetaucht. Das, was allerdings nicht so schnell geht, ist, dass du dann ein Problem mit dem Essen und mit dem Trinken bekommst. So. Und wir hätten auch gleich ein Problem, denn zwei Hegen, wie das aussieht, zwei Hegen reichen hier fast nicht. Zwei komplett verstärkte Hegen, unglaublich. So, hier hätten wir mal alles. Hier hätten wir alles. Ja. 17 Steine, 18 Steine, 19 Steine. Und dann wäre hier der 20. fertig. Da hätten wir auch schon 40 mit. Wir könnten noch einen Schrott mitnehmen. Das glaubt dann gar keiner. Wahnsinn, dann ist das Inventar voll. Ein Schrott. Einen, wenn wir noch finden, könnten wir mitnehmen. Oh, schaut mal. Und hier unten geht's weiter. Leute, hier unten geht das weiter. Ich schwöre euch, hier ist garantiert irgendwo noch ein Fisch. Gut, dann mal. Hatte ich es nicht gesagt? Hier ist noch ein Fisch. Und hier ist garantiert noch eine Kiste. Ja, es ist auch noch eine Kiste da. Ich glaube das gar nicht. Okay, wir müssen erstmal wirklich Folgendes machen. Wir schwimmen definitiv erstmal zurück, weil ich würde ungern. Den Fisch können wir noch mitnehmen. Explosiven Schleim auch gerne. Aber ich würde hier ungern irgendwas da lassen. Aber schaut mal, wie viel es hier Teile hier unten noch gibt. Nee. Machen wir nicht. Da gehen wir auf Nummer sicher. Komm nochmal schnell her. Wir können es nicht mal rausnehmen. Leute, wir können es nicht mal rausnehmen. Wir können die Schwimmflossen nicht mal rausnehmen, weil. Moment. Ja, alles gut. Alles gut, Detlef. Wir können die Schwimmflossen nicht mal mehr rausnehmen, weil das Inventar ist voll. So, können wir das noch mitnehmen? Ja, die Erze können wir noch. Können alle vier noch mitnehmen, geil. So, und jetzt sollten wir uns aber wirklich sputen, dass wir auf unser Raft kommen. Und wenn halt alle Stricke reißen, dann muss ich euch ganz ehrlich sagen, legen wir uns nochmal mit dem Hai an. Ich hatte schon gedacht, hier kommt eine Höhle. Das wäre es jetzt noch, also das wäre es jetzt wirklich noch gewesen. So, müssen wir erstmal schnell unser Raft suchen. Das kommt hier hinten gleich. Okay, meine Lieben, wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich gerade so hierher geschafft. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir werden uns mal noch ein bisschen was gönnen. Und dann würde ich vorschlagen, räumen wir alles aus. Das machen wir noch in der Folge und schwimmen auf jeden Fall nochmal zurück und looten den Rest aus, okay? Ich mache kurz einen kleinen Schnitt und dann springen wir wieder ins Wasser und schwimmen zusammen. Bis gleich. So, meine Lieben, wir haben soweit ausgeräumt. Wir sind wieder zurück im Wasser.
Wir haben uns mal dazu entschieden, dass wir den Hai nicht angreifen, weil erstens unsere Ausrüstung nicht mehr ganz reicht und zweitens sollten wir nach einem Fisch begegnen, können wir uns nicht mal gegen den Fisch mehr wehren, gegen diesen Explosivfisch, sage ich jetzt mal. Und deshalb werden wir das mal nicht machen. Ich sag mal, wir haben hier noch drei Hegen, die sind fast alle kaputt. Ich würde jetzt gerne mit euch noch so lange looten, und zwar hier die letzte Stelle. Hier vorne die letzte Stelle. Doch, die letzte Stelle, wo das Seetang noch ist, würde ich gerne mit euch noch so weit looten, bis die drei Hegen wirklich dann gänzlich kaputt sind. Das hat einfach nur den Hintergrund, damit wir auch mal die Seite der Ausrüstungskiste mal ein bisschen leer bekommen. Dann könnte man endlich mal wieder ein paar neue bauen. Und weiter geht's. Hier auf der Seite hier oben habe ich schon wieder so ein seltenes Teil gesehen. Übrigens ist auch hier noch irgendwo eine Kiste. Die sollten wir uns dann auch noch holen, ne? Hier unten sind noch Erze, alles schick. Hier oben, das wollte ich mal auf jeden Fall noch holen. Ja, und jetzt in Verbindung mit dem Sauerstoff jetzt und so weiter und so fort, dauert es schon... Moment. Entschuldigt bitte. Dauert es schon eine Ewigkeit, weil... Ach, hier sind wir wieder über der Wasserlinie. Ah. Ne, das dauert, wie gesagt, das dauert doppelt so lange. Hier, ne, das bringt nichts. Ne, machen wir nicht. Dann schwimmen wir lieber mal hier runter, holen uns auf jeden Fall noch die Muscheln. Ja, die Steine, ich habe mal gezählt. Also wir haben über 30 Sand rausgeholt, über 30 Ton. Ich sag, was wir als nächste Challenge mal machen. Ich würde gerne mit euch mal... Oh, der zweite Haken ist auch schon durch. Ich würde gerne mit euch mal Folgendes machen. Und zwar alles das... was wir hier wirklich auf der oder an der Insel abluten. Also alles das, was wir hier finden. Das würde ich zusammen mal in so zwei, drei Kisten wirklich verpacken. Und dann würde ich mir mal einen Überblick verschaffen, was man, wenn man auf so einer großen Insel anlandet, was man da überhaupt bekommt. Da könnte ich sogar so ein kleines Tutorial machen und so weiter und so fort. Weil ist ja eigentlich meistens gleich. Das war's. Leute, das war's. Jetzt suchen wir im Prinzip nur noch die... Ich würde sagen, wir suchen nur noch die Kiste. Looten hier noch ein bisschen diesen Seetang weg. Wo war die Kiste? Hier, schaut mal. Hier war die Kiste. Zack. Schön. Danke. Danke, Spiel. Hier ist noch ein bisschen Tang. Ja, auch nicht mehr weit von unserem Raft weg. Und, ja, vom Seetang haben wir über 40, 45 Einheiten hier rausbekommen. Ihr seht es ja. Also, das ist wirklich an fast jedem Tank ist was dran, was man wegnehmen kann. Das ist richtig geil. Man braucht sie auch. Ja, diese Glipper und so weiter und so fort, die machen sich ja nicht von ungefähr. Schaut mal, wie geil das aussieht. Diese Mondstrahlen. Im Prinzip mit den Pflanzen, wie das reflektiert, finde ich richtig geil. So, jetzt wären wir eigentlich am Rücken hier angekommen. Jetzt könnten wir eigentlich zurückschwimmen, weil es war es eigentlich. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Ich hätte ehrlich noch ein paar Aufladungen, hätte ich mal mehr erhofft. Aber gut, so ist es jetzt. Auf jeden Fall das Schöne ist dran, die Flossen und so weiter und so fort. Die können wir uns ja alle aufheben für die nächste Insel, für die nächste Loot-Tour. Und ihr Lieben, das war's hier. Das war's auf der Insel. Wir haben alles, soweit es geht, haben wir, ich sag mal, abgefahren. Muss man jetzt schon ehrlich dazu sagen. Wir haben knapp 100 Planken bekommen. Wir haben sehr, sehr viel Schmutz bekommen. Wir haben mindestens 1, 2, 3, 4 Kisten bekommen. Mindestens. In der Höhle waren noch sehr, sehr viele Sachen. Viele Blumen, viel Obst, jede Menge. Und jetzt kommt der Hammer. Drei Haustiere haben wir bekommen. Zwei Hühner, die uns immer mal Eier sponsern. Und eine, ich denke mal, Ziege. Da schauen wir mal, wie das mit der Ziege funktioniert. Also mit den Lamas wissen wir ja schon, die kann man schneiden. Mit den Hühnern, die legen Eier. Kann man schon die Eieromelette machen. Und was machen wir mit den Ziegen? Ich denke mal, die geben höchstwahrscheinlich Milch, oder? Dabei nehme ich mal an, dass wir das dann brauchen dazu, oder? Ein Eimer. Aber gut, das ist alles Zukunftsmusik. Das machen wir in der nächsten Folge. Mein Lieben, in der nächsten Folge legen wir wieder ab. So schön die Insel war, die Insel ist vorbei.
Ich sag mal, es ist eine perfekte Insel, um auf dem Meer, wenn wirklich alles unter Wasser gegangen ist und es gibt wirklich kein Zurück mehr oder Hilfe, dann versuchen wir einen Weg hier wieder zurückzufinden. Weil, also da oben dann in Häuser hingestellt, da oben wirklich in Häuser hingestellt und dann hier unten ein paar so Gärten angelegt oder so. Also der Fantasie hier wirklich freien Lauf lassen, finde ich richtig geil. Auch die Höhle hier unten drin und so weiter, da kann man zur Not Getränke dort unten reinstellen. Kann man vielleicht ja, die Getränke kalt stellen. Im Keller ist immer schön kalt. Oder in so einer Höhle. Und ja, okay. Meine Lieben, ich werde zwischen die Folgen noch fertig ausräumen. Dann machen wir einen kurzen Sturz. Wie viel hat es überhaupt gebracht und so weiter und so fort. Bis hierher ganz, ganz vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ganz, ganz liebe Grüße, euer Zanto. Ciao, ciao.